jetzt mal ein kleines Video von unterwegs. Aus aktuellen Anlass mal so ein paar Gedankengänge. Das verschlägt einem ja schon die Sprache. Dass man Tiere und Menschen giftigen Autogasen ausgesetzt hat. Und das von der deutschen Autoindustrie. Also der Dieselskandal, der hört scheinbar überhaupt nicht auf. Die Deutschen lernen immer noch nichts draus. Und das ist sowas von widerwärtig. Ich meine, sowas hatten wir in der Geschichte Deutschlands schon mal gehabt, dass Menschen vergast wurden. Ich weiß nicht, ob die das nochmal wiederholen wollten oder ob sie irgendwelche Studien wieder verschönen wollten nach dem Motto, ja, ist ja nicht giftig, die Abgase sind ja überhaupt nicht giftig, da kann man ja mit leben. Irgendwie haben sie es nicht kapiert, es gibt Gesetze, wonach sie Abgaswerte, Abgasnormen einhalten müssen. Jetzt aber Tiere, in dem Fall waren es ja wohl Affen, und dann auch noch Menschen diesen Test auszusetzen, ist eine Unverschämtheit. Das ist sowas von widerwärtig. Ja, und wenn eine Regierung von Lobbyisten gesteuert wird und diese Lobbyisten Billiglöhne haben wollen und ein Sozialsystem in die Welt rufen, wovon keiner mehr leben kann, beziehungsweise wo hilfebedürftige Menschen keine Hilfe kriegen, sondern noch mehr gedemütigt werden, beleidigt werden und sonst irgendwas, dann kriege ich echt so einen Hals. Und es kann nicht angehen, dass Lobbyisten den Regierenden vorschreiben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und dann auch noch ankommen mit diesen Drohgebärden, wenn ihr das nicht tut oder das nicht tut, dann entlassen wir Personal oder gehen woanders hin. Na, was macht denn Siemens momentan? Siemens exportiert seine Produktion jetzt beispielsweise nach USA, weil da angeblich der Markt besser ist. Und hier in Deutschland wird alles dicht gemacht, obwohl wir hier Milliardengewinne gemacht haben, beziehungsweise Siemens. Aber die Leute können sich halt die Taschen nicht voll genug stecken. Ich meine, was wollen sie mit der ganzen Kohle? Wollen sie die mit ins Jenseits nehmen oder wollen sie da drin beerdigt werden oder was soll das? Die sind einfach krank. Da muss man echt Psych-KG anwenden und gucken, ob man die nicht irgendwie in eine geschlossene einbringt, dass sie keine Gefahr mehr für die Menschheit sind. Jeder Heilpraktiker oder jeder Heilpraktiker-Anwärter, der zu einer Prüfung beim Gesundheitsamt geht, der wird nach einem Heilpraktikergesetz danach geprüft, ob er eine Gefährdung für die Allgemeinbevölkerung oder für die Allgemeingesundheit ist. So, und was dürfen diese Leute machen? Die dürfen Menschen vergasen, sie dürfen Tiere vergasen. Das ist doch widerwärtig sowas. Und das ist ja nicht nur ein Hersteller, der das gemacht hat. Da sind ja etliche drin verwickelt. Und sowas, das gehört abgeschafft. Also diese Leute müssen echt, da muss man echt gucken, ob man da nicht irgendwie sagt, die sind psychisch krank oder wenn sie hochgradig kriminell gehandelt haben, na, dann müssen sie sich halt dementsprechend verhalten oder verantworten vielmehr. Man kann sich hier jetzt noch weiter drüber aufregen. Das, was die hier von Siemens alleine machen, da kriegt man doch schon das Kotzen. Die haben ja nicht mal den Arsch in der Hose, für ihren deutschen Hauptstandort einzustehen. Also wie VW damals vor etlichen Jahren Milliarden Investitionen getätigt hat, aber nicht in Deutschland, sondern nur im Ausland. Mit der Begründung, na, in Deutschland haben wir so einen schlechten Absatz, aber weil es unser Standort ist oder unser, ja doch unser Hauptstandort ist, wo unser Unternehmen gegründet wurde, investieren wir denn halt mal so und so viele Millionen. Woanders haben sie Milliarden investiert. Wo ich mich dann frage, was soll der Schwachsinn? Das sind alles nur noch so eine geldgeil orientierten Manager, die da sich erdreisten, dieses Land zu regieren. Und das ist echt sowas von widerwärtig. Ich habe so manches Mal das Gefühl, dass diese Regierung aus der Geschichte Deutschlands nur das Negative aufgegriffen hat und das für sich weiter ausnutzt. Und das kann es nicht sein. Guckt euch mal die einzelnen Minister an oder Bundeskanzlerin oder was auch immer, wer das da ist. Guckt euch mal an, was die eigentlich gelernt haben. Das hat mit dem, was sie hier in der Politik zu verantworten haben, nicht ein Furz zu tun. Und das soll es ja auch nicht, weil sonst könnten die Lobbyisten ja die Politiker nicht delegieren. Wir haben halt eine Marionettenregierung,
wünsche euch Lobbyisten, euch Riesenmanager, die ihr euch Millionen Gehälter jeden Monat in die Taschen steckt, dass ihr auch mal davon leben müsst, wovon ein deutscher Durchschnittsbürger leben muss. Oder überhaupt, ist ja schon nicht mehr Durchschnitt, die meisten Deutschen leben ja schon davon. Und das wünsche ich euch mal, dass ihr das auch müsst, dass ihr mal von Hartz IV leben müsst, dass ihr mal jeden Monat oder jede Woche vielmehr 60 Stunden arbeiten gehen müsst, um dann von Hartz IV leben zu müssen. Und dass ihr euch dann auch beleidigen lassen müsst und demütigen lassen müsst, das wünsche ich euch mal. Das habt ihr nämlich verdient, das habt ihr mehr verdient als sonst irgendwo nur ein einziger Deutscher, der hier hart arbeiten geht. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von meiner Auskotzerei. Aber das musste halt mal sein. Denn bis zum nächsten Mal.